willkommen zu einem neuen Lesevlog. Ich hoffe, es geht euch gut und falls es heute nicht der Fall ist, dann hoffe ich, dass ihr euch jetzt eine entspannte Auszeit für euch nehmt. Für mich ist es auf jeden Fall ein super schönes, entspanntes Wochenende, das vor mir liegt. Ich bin bei meiner Mama auf dem Land und sie wohnt hier richtig, richtig schön und richtig süß und wir haben keine großen Pläne gemacht, außer ganz, ganz viel zu lesen. Und ich will dieses Wochenende nicht einfach irgendwelche Bücher lesen, sondern ich habe mir ein ganz besonderes Motto vorgenommen. Und zwar geht es in diesem Vlog um Romance Novels, um Liebesgeschichten, weil ich mich unbedingt mal wieder so richtig, richtig in eine Liebesgeschichte verlieben will. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist und es fehlt mir irgendwie richtig. Und deswegen ist meine Mission an diesem Wochenende, mal wieder so richtig in dieses Genre einzutauchen und vielleicht meine neue liebste Love Story zu finden, mein neues liebstes Book-Couple. Und das wäre so der absolute Idealfall für dieses Wochenende. Wenn das klappt, bin ich wirklich richtig, richtig happy. Ich habe mir auch eine relativ große Auswahl mitgenommen, insgesamt 4 Bücher. Ich hatte euch nämlich auf Instagram gefragt, was so eure absoluten Lieblings-Liebesgeschichten aller Zeiten sind. Und die meistgenannten, die ich noch nicht kannte, habe ich dann ausgewählt und an diesem Wochenende dabei. Ich zeige euch die Bücher gleich nochmal ganz genau, aber bevor wir so richtig ins Lesen eintauchen, wollte ich euch noch ganz kurz meinen Schmuck zeigen. Der ist nämlich von der Bridal-Kollektion von Bruna The Label und es könnte ja wohl nicht besser zu dem Motto dieses Vlogs passen. An dieser Stelle auch vielen Dank an Bruna für die Zusammenarbeit und dass ihr mir dabei helft, solche größeren Lesevlogs wie diesen umzusetzen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz die Schmuckstücke ein bisschen genauer. Ihr wisst ja, falls ihr schon länger auf meinem Kanal unterwegs seid, dass ich diese Schmuckbrand liebe. Also allein die Designs sind einfach ein absoluter Traum. Ich liebe dieses Filigrane, dieses Edle, dieses Dezente, aber trotzdem ganz, ganz besondere und einzigartige. Natürlich sind die Bridal Pieces die perfekten Teile für besondere Anlässe wie Hochzeiten, ob man jetzt selber vorm Altar steht oder als Gast dort ist oder für andere größere Veranstaltungen. Aber ich finde, man kann sie auch super, super schön im Alter kombinieren, so wie ich das heute mache. Bruna legt außerdem ganz, ganz großen Wert auf Langlebigkeit, Qualität und Nachhaltigkeit und das merkt man auch einfach. Die Perlen sind alle absolut einzigartig, das heißt, jedes Schmuckstück ist immer ein kleines bisschen anders und individuell. Außerdem bestehen die Schmuckstücke aus 100% zertifiziert recycelten Edelmetallen und werden ganz liebevoll in familiengeführten Manufakturen per Handarbeit hergestellt. Wenn ihr Lust habt, euch meine Lieblingsteile und Bruna allgemein mal genauer anzuschauen, dann findet ihr einen direkten Link in meiner Infobox, klickt da einfach drauf und stöbert ein bisschen durch. Ich hoffe, ihr verliebt euch vielleicht in das ein oder andere Teil. Und ich hoffe, ich verliebe mich heute vielleicht in die ein oder andere Liebesgeschichte. Also lasst uns nicht weiter warten und mit dem Lesen starten. Also ich zeige euch die Bücher, die ich dieses Wochenende dabei habe. Das erste, vielleicht könnt ihr es euch schon denken, wir lesen das nämlich gerade im Buchclub und es passt perfekt zu dem Motto des Wochenendes. Und zwar ist das Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Ich glaube, grob wissen die allermeisten, worum es geht. Es spielt am Anfang des 19. Jahrhunderts und es geht um eine Familie mit 4 Schwestern, die quasi ihr Glück in einer zukünftigen Ehe suchen. Und dann geht es eben um diese Differenzen zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und romantischen Vorstellungen. Und ich bin jetzt auf Seite 126. Insgesamt hat meine Ausgabe, ich glaube, ungefähr 300 Seiten. Aber das sind immer relativ große Seiten, deswegen lese ich die ein bisschen langsamer als so eine Durchschnittsseite, würde ich sagen, und brauche damit auch ein bisschen länger für die 300 Seiten. Und vor allem will ich es auch gar nicht so, ja, krass durchhetzen, weil es einfach zwischendurch immer diese schönen Extras gibt in dieser Ausgabe. Also solche Briefe und Karten und einfach, ja, so ganz viele kleine Überraschungen im Laufe des Lesens. Das ist auch insgesamt einfach super schön illustriert. Auf jeder Seite, fast jeder Seite, sind einfach so kleine süße Illustrationen. Und ja, ich liebe diese Ausgabe sehr. Ich finde sie wunderschön. Die ist vom Koppenrad Verlag und ich glaube, die haben einige Klassiker in dieser Ausgabe. Ich habe auch zu Hause noch Sinn und Sinnlichkeit, auch von Jane Austen, habe das aber noch nicht gelesen. Dann haben wir, und das habe ich auch gestern schon angefangen auf der Zugfahrt, weil ich kein anderes Buch dabei hatte
und so neugierig war. Und das ist von Emily Henry, Book Lovers. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die Bücher lieben, ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Das war ja so ein bisschen ähnlich bei Beat Read, was ich auch dieses Jahr schon von Emily Henry gelesen habe. Da ging es um zwei Schriftsteller, also einen Schriftsteller, eine Schriftstellerin, die sich ineinander verliebt haben, Enemies to Lovers. Und eigentlich ist es sehr ähnlich hier. Wir haben hier auch Enemies to Lovers. Es sind keine Schreibenden dieses Mal, sondern ein Lektor und eine Agentin, beide aus der Literaturbranche. Und was ich in dem Buch bisher richtig, richtig toll finde, ist, dass darin so viele literarische Referenzen sind und man den beiden wirklich anmerkt, dass sie richtige Bücherwürmer sind. Und es macht einfach richtig viel Spaß. Ich finde auch jetzt gerade im Vergleich zu Beat Read diese Enemies to Lovers Spannung viel, viel realistischer, glaubhafter und auch irgendwie knisternder. Also bisher gefällt es mir besser als Beat Read, davon war ich ja so ein bisschen enttäuscht. Ich bin jetzt auf Seite 118. Das ist so ein Buch, das bisher zumindest richtig viel Spaß macht zu lesen. Also so dieser Schlagabtausch zwischen den ProtagonistInnen ist einfach so cool. Die Protagonistin Nora hat auch eine Schwester und die Schwesternbeziehung ist auch sehr schön. Und ich habe ja selber Schwestern und sobald es dann eine Schwesterngeschichte gibt, die gut gemacht ist, bin ich eh immer hin und weg. Ich habe noch ein Buch schon angefangen heute Morgen, als ich mich fertig gemacht habe, weil ich entdeckt habe, dass es davon ein Hörbuch gibt. Und das ist What If We Trust von Sarah Sprinz. Das ist ein Buch, zu dem ich normalerweise, glaube ich, nicht gegriffen hätte, weil es ja schon von der Aufmachung her und auch von der Vermarktung so zu diesen New Adult Büchern gehört, also dieses Genre innerhalb des Romance-Genres, das sich da irgendwie so entwickelt hat. Junge Erwachsene, meistens so in der College-Zeit, die sich ineinander verlieben, die ersten Erwachsenenprobleme haben und während das so rein per Definition des Genres eigentlich etwas ist, was mir sehr, sehr gut gefallen könnte, waren meine Erfahrungen mit den Büchern aus diesem Bereich bisher leider nicht so gut. Also ich habe auch zugegeben schon lange, lange nicht mehr viel davon gelesen. Aber vor ein paar Jahren, als es so aufkam, habe ich eben das ein oder andere Buch aus dem Bereich gelesen und fand eben oft, dass es sehr, sehr viele Klischees waren, auch oft schwierige Geschlechterrollen und ja auch oft sehr, sehr kitschig. Aber ich finde, es ist Zeit, dem Genre wieder eine Chance zu geben. Und ich gehe da auch ganz unvoreingenommen rein. Also ich versuche wirklich, das jetzt ganz neu für mich zu entdecken. In diesem Buch geht es um eine junge Frau, die Schriftstellerin werden möchte. I can relate. Und sie hat in ihrer Jugend Fanfiction über den Sänger Ply geschrieben. Ply ist ein weltbekannter Star, aber keiner weiß, wie er aussieht, weil er immer eine Maske trägt. Also es gibt mir sehr, sehr krasse Crow-Vibes. Jedenfalls, eines Tages begegnet sie Ply auf einer Geburtstagsparty, weil sie sich eben ihr ganzes Leben oder ihre ganze Jugend so intensiv mit ihm auseinandergesetzt hat und so ein krasser Fan ist, erkennt sie ihn halt auch ohne, dass sie sein Gesicht kennt. Hier heißt es noch, dass Hopes, also so heißt die Protagonistin, eigene Geschichte gefährlich nah an Scotts dunkelstem Geheimnis ist. Scott ist der bürgerliche Name von Ply. Vielleicht mache ich damit gleich weiter, aber bevor ich euch dann noch ein bisschen mehr dazu erzähle, wo ich gerade so bin und was ich bisher so denke, zeige ich euch noch kurz das letzte Buch, das ich dabei habe. In dieses habe ich auch sehr, sehr große Hoffnungen. Es ist Den Mund voll ungesagter Dinge von Anne Freitag. Das ist ein Jugendroman und ich glaube, es ist gar nicht in erster Linie eine Liebesgeschichte, aber eine Liebesgeschichte ist auch sehr wichtig darin. Wenn Sophie es sich aussuchen könnte, wäre ihr Leben simpel, aber das ist es nicht und das war es auch nie. Das fängt damit an, dass ihre Mutter sie direkt nach der Geburt im Stich gelassen hat und endet damit, dass Sophies Vater plötzlich beschließt, mit seiner Tochter zu seiner Freundin nach München zu ziehen. Sophie selbst war noch nie verliebt, klar gab es Jungs, einsam ist sie trotzdem. Bis sie in der neuen Stadt auf Alex trifft. Das Nachbarsmädchen mit der kleinen Lücke zwischen den Zähnen, den grünen Augen und dem ansteckenden Lachen. Zum ersten Mal lässt sich Sophie voll und ganz auf einen anderen Menschen ein und plötzlich ist das Leben neu und aufregend, bis ein Kuss alles verändert. Also das klingt mir auch nach einer LGBTQ-Love-Story, was ich gut finde, dass ich da auch eine dabei habe.
Und ich mag ja Jugendbücher auch total gerne. Ich habe von Anne Freitag Nicht weg und nicht da gelesen. Das war ein sehr gutes Buch. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe schon so meine Erwartungen daran. Also ich hoffe, es wird so gut, wie ich es mir erhoffe. Ich starte jetzt mit What If We Trust und bevor ich einsteige, wollte ich euch noch so meine ersten Eindrücke davon erzählen. Ich bin jetzt an der Stelle, an der Hope das erste Mal den Sänger Ply, also Scott, im echten Leben getroffen hat. Bisher finde ich, dass es sich wunderbar lesen lässt, also man ist direkt drin, es ist gleich unterhalten geschrieben. Es hat auch seine schönen Stellen, auf jeden Fall angemessen für die Art von Geschichte, finde ich. Ich mag die Protagonistin bisher und ich glaube, ich komme auch ganz gut mit der Plot-Idee an sich klar, auch wenn es Fanfiction ist, weil ich einfach selber früher immer ein großer Fan war. Shoutout an alle ehemaligen One Direction-Fans an dieser Stelle. Also ich kann es nachfühlen. Ich kann die Protagonistin sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, das können wahrscheinlich alle, die in der Jugendzeit für irgendetwas, irgendjemanden so richtig krass geschwärmt haben. Meine Hoffnung ist nur, dass es jetzt nicht eine Fanfiction-Geschichte ist, eine klassische, in der es dann auch noch um eine Fanfiction-schreibende Person geht. Also wisst ihr, was ich meine? Dass einfach nur diese Fanfiction-Fantasie der Protagonistin wahr wird, sondern ich hoffe, dass etwas damit gemacht wird. Ich fände es ehrlich gesagt doch nicht mal schlimm, wenn er sich jetzt gar nicht als dieser tolle Typ entpuppt, den man eben aus dem Internet und so kennt, sondern dass so ein bisschen dieses Prinzip wäre, never meet your heroes, weil es eine Enttäuschung sein könnte und sie ganz anders sind, als man vielleicht denkt. Und dass der richtige Love Interest, also ihr happily ever after, dann jemand anderes ist. Aber ich glaube nicht, dass es darauf hinauslaufen wird. Egal, fangen wir endlich an zu lesen. Und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es war nicht der gleiche Scott wie in meiner Vorstellung. Er war ein absolutes Arschloch. Ich sagte doch, never meet your heroes. Außer natürlich Harry Styles. Das ist was ganz anderes. Heute Nachmittag waren wir unterwegs, deswegen habe ich da eine etwas längere Lesepause gemacht. Aber ich bin jetzt bei What If We Trust auf Seite 308. Ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass ich das heute Abend noch fertig lese. Aber ich mache davon jetzt mal eine Pause. Ich nehme alles zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin jetzt doch dafür, dass Hope und Scott unbedingt zusammen sein müssen. Es ist zwar das, was ich vorhin gesagt habe, so diese ja, Fanfiction, die sie geschrieben hat, die jetzt irgendwie wahr wird. Aber
Eben weil ich auch ein kleines Fangirl früher war, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Es macht richtig viel Spaß. Und es ist eigentlich bisher das perfekte Buch, wenn man einfach mal, keine Ahnung, ein Buch durchsuchten möchte. Es gibt zwar so dieses ein oder andere Klischee, von dem ich nicht so riesengroßer Fan bin, aber es ist in Ordnung. Also es hält sich wirklich in Grenzen, es ist schön geschrieben und ja, wie gesagt, es macht richtig viel Spaß. Ich freue mich schon sehr aufs Weiterlesen, aber ich wollte jetzt mal ein bisschen weiter in Stolz und Vorurteil lesen. Ist jetzt auf jeden Fall was ganz anderes. Also während ja What If We Trust sehr, sehr schnell erzählt ist und es immer in jedem Kapitel irgendwas gibt, was passiert und spannend ist und so, ist das ein bisschen langsamer erzählt. Ist natürlich auch ein älterer Text, aber ich mag das ja auch sehr, sehr gerne. Ja, und ich freue mich jetzt auf jeden Fall darauf. Was ich an Stolz und Vorurteil richtig, richtig cool finde, ist, dass wir zwar diese ja, einzelnen Liebesgeschichten und Beziehungen und individuellen Schicksale haben, aber dass die immer auch im Kontext eines gesellschaftskritischen Kommentars geschehen. Und das finde ich sehr, sehr cool, weil das diesem Buch einfach so viele verschiedene Ebenen gibt und das so interessant macht einfach. In diesem Buch zu lesen. Warum lese ich dieses Buch erst jetzt? Es ist so, ich weiß gar nicht, was es ist. Diese Zeit, diese Welt, diese Sprache, diese Rhetorik und Etikette und die Dialoge, die die Menschen führen und ja, wie sie sich ausdrücken müssen im Verhältnis dazu, was sie eigentlich denken. Dieser ganze Gossip, der Klatsch und Tratsch und wo das alles hinführen mag. Ich finde es so gut. Auch mit Mr. Darcy, er ist einfach der Original Bad Boy und ich liebe diese Spannung zwischen Elizabeth und ihm und was sich auch während derer Abwesenheit, also während sie sich gar nicht sehen, so zwischen den beiden aufbaut und so. Und ja, wie gesagt, allein durch diese Gerüchte und diesen Klatsch und ja, das ist einfach so gut gemacht. Vor allem müssen wir auch mal darüber reden, wie modern vieles darin ist, wie unfassbar badass Jane Austen eigentlich schreibt und wie sie Dinge kommentiert und so messerscharfe Worte findet. Also die Sprache ist wunderschön, aber auch einfach so on point. Kurzer Hype für dieses Buch, das mir immer wieder eine gute Zeit beschert bisher. Ich hoffe, es bleibt so. Und jetzt bin ich bereit für einen Late-Night-Lesemarathon, einen kleinen. Also es ist jetzt schon 11 Uhr und ich habe schon viel gelesen heute, aber ich habe noch kein Buch beendet. Das könnten wir aber noch schaffen. Und zwar kann ich mir gut vorstellen, dass ich What If We Trust heute noch fertig lese. Ich bin übrigens extrem gespannt, wie sich die Figuren jetzt noch entwickeln. Also Scott ist eine sehr, sehr einsame Figur. Und es kommt mir wirklich so vor, als wäre auch mental überhaupt nicht alles okay bei ihm. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt, wie damit noch umgegangen wird. Ich finde wirklich, hier ist der schönste Leseort, den man sich nur vorstellen kann. Das ist eine richtige Oase. Vor allem, wenn hier regelmäßig Hunde vorbeischauen. Ich habe gestern tatsächlich noch What If We Trust von Sarah Sprinz fertig gelesen. Und ich habe doch gestern kurz davor noch gesagt, ich hoffe, dass mit dem Thema, also mit Scotts mentaler Gesundheit noch umgegangen wird und ich da schon was vermute. Und zwei Seiten später wurde das dann wirklich auch zum zentralen Thema. Mehr sage ich nicht dazu, weil ich jetzt auch nicht spoilern möchte oder so. Aber ja, was ich sehr schön fand, war, dass damit umgegangen wurde, dass der Fokus dann auch nicht auf dem ganzen Drama lag, wie das ja öfter mal der Fall ist, sondern wirklich auf der Heilung.
Ich fand es auch richtig schön, dass so mit dieser ganzen Star-Kultur und so ein bisschen kritisch umgegangen wurde. War auf jeden Fall ein Buch, das sich super, super gut, super leicht gelesen hat, das berührt hat mit einem schönen Stil. Es hat definitiv seinen Charme gehabt. Also ich habe es gern gelesen. Ich bin auch wirklich positiv überrascht davon, weil ich ja schon lange nichts Gutes mehr aus diesem Genre gelesen habe. Und das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es die Juwelen auch in diesem Bereich gibt auf jeden Fall. Es ist zwar jetzt kein Buch, das mich, glaube ich, noch in ein paar Tagen beschäftigen wird, das mir irgendwie noch lange nachgehen wird, auch keine Love Story, die mir noch lange nachgehen wird. Dafür waren mir dann doch ein bisschen zu viele Klischees, ein bisschen zu wenig Tiefe hier und da. Aber das ist einfach mein persönlicher Geschmack und ja, dennoch, wie gesagt, ich habe es gern gelesen und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich habe heute Morgen schon angefangen mit Den Mund voll ungesagter Dinge von Anne Freitag. Und ich finde diesen Titel allein so schön. Ich finde, dieses Buch ist auch so schön gemacht. Ich finde irgendwie, Anne Freitag, und das habe ich auch schon so auf den ersten Seiten gemerkt, hat so eine Art zu schreiben, die eigentlich relativ schlicht daherkommt, aber immer so präzise und so schön Emotionen trifft und auch Figuren irgendwie in so wenigen Sätzen und ohne viele ausschweifende Beschreibungen so nahbar und echt und ja, berührend macht. Also bei ihr ist es eigentlich immer so, beziehungsweise, was heißt immer, ich habe erst ein Buch von ihr gelesen, aber auch in dem anderen Buch war es schon so, und das finde ich jetzt hier wieder, dass man die Figuren sofort ins Herz schließt, auch wenn die unterschiedlich sind und vielseitig sind und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie findet einfach immer genau den Satz und die eine Formulierung, dass man sich einfach nur denkt, oh, das ist richtig schön. Wie soll man sich da noch aufs Lesen konzentrieren? Sagt mir das mal bitte. Meine Mama liest übrigens gerade Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Und das ist ein Buch, das für mich persönlich eine der schönsten Liebesgeschichten jemals hat. Also, ich liebe, liebe, liebe Kaya und Tate so sehr. Die sind einfach so toll zusammen. Die Figuren für sich und die Chemie zwischen denen und so. Also, lest das für eine richtig gute Love Story. Zu Den Mund voll ungesagter Dinge. Ich denke mir die ganze Zeit beim Lesen, dass es manchmal eigentlich gar nicht so eine aufgeregte Geschichte braucht mit krassen Plotpoints und Ereignissen und viel drumherum konzeptuell, sondern manchmal sind eigentlich relativ simple Geschichten, die so direkt aus dem echten Leben kommen, mit echten Themen, die man selber so kennt, die berührendsten, und dann braucht es einfach nur die richtigen Worte und die richtigen Figuren. Ich liebe einfach diesen Kennenlernprozess zwischen Sophie und Alex und alles andere drumherum eigentlich auch. Also ich habe eine richtig schöne Zeit damit. Kleiner Location-Wechsel. Ich bin wieder zurück zu Hause. Ich habe noch den Nachmittag mit meiner Familie verbracht. Wir haben noch zusammen gegessen und ja, dann ging es wieder zurück. Es war auf jeden Fall ein richtig schönes, richtig entspanntes Wochenende. Aber ich will auf jeden Fall heute noch Den Mund voll ungesagter Dinge fertig lesen. Ich bin sehr, sehr weit noch über den Tag gekommen und Leute, ich bin enttäuscht. Ich bin so enttäuscht von diesem Buch. Ich fand es ja wirklich, wie ihr mitbekommen habt, richtig, richtig schön. Es war so vielversprechend, aber
Ich habe mit ein paar Dingen so meine Probleme. Ich hatte mich ja extrem, extrem, extrem doll darüber gefreut, dass es eine LGBTQ-Love-Story ist. Ich fand auch den Anfang sehr schön, wie sich die Gefühle aufgebaut hatten zwischen den beiden. Aber es sind einfach so ein paar Sachen, mit denen so schwierig umgegangen wird. Also, das Erste, was mir negativ aufgefallen ist, ist der beste Freund der Protagonistin, Lukas. Und zwar damit, dass er Sophie die ganze Zeit Flittchen nennt. Und ich weiß nicht, wieso er das tut, wieso das irgendwie okay ist, wieso Sophie das nicht hinterfragt. Vor allem, weil sie in ihrem alten Umfeld sozusagen auch den Ruf als Flittchen hatte und damit auch alles andere als fein war und das auf gar keinen Fall in ihrer neuen Umgebung wollte. Und sie selber reflektiert es gar nicht, dass ihr bester Freund sie so nennt. Aber es stört mich so unfassbar doll, weil er das wirklich in jedem einzelnen Satz gefühlt tut. Dann, als dann quasi die ersten Annäherungen mit Alex kommen, verhält sich Lukas irgendwie auch total seltsam. Also irgendwie fetischisiert er die intimen Begegnungen zwischen den beiden Mädels ganz extrem und macht dann auch so Kommentare wie, bist du dir sicher, dass es nicht vielleicht nur eine Phase ist bei dir? Und ich weiß nicht, das finde ich alles so fehl am Platz und es wird auch einfach so in den Raum gestellt und nicht hinterfragt. Und das, ja, macht mich irgendwie ganz sauer. Sophie selber hat sowieso schon das Gefühl, dass sie irgendwie nicht normal sei dadurch und überhaupt beschreibt sie sich die ganze Zeit selber als seltsame Person. Alex sagt ihr auch, dass sie seltsam ist und ich weiß schon, dass es irgendwie süß gemeint ist und positiv gemeint ist, aber gerade so in diesem ganzen Kontext von Homosexualität und Bisexualität hoffe ich einfach ganz doll, dass sie vielleicht da noch eine Charakterentwicklung durchmacht. Also ich warte da jetzt schon ziemlich lange drauf, muss ich sagen. Es sind jetzt auch nur noch so 70 Seiten, glaube ich. Ich bin gespannt, ob das noch kommt. Ich hoffe es sehr. Aber nachdem das mit Lukas die ganze Zeit schon so komisch ist, bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe gestern Abend den Mund voll ungesagter Dinge fertig gelesen und es ist genau das Gegenteil dessen passiert, was ich mir davon erhofft hatte. Ich versuche jetzt nicht zu viel zu spoilern, aber eventuell tue ich das ein bisschen. Das heißt, wenn ihr davon gar nichts, gar nichts, gar nichts hören wollt, dann überspringt diesen kleinen Teil des Videos am besten. Ich hatte mich ja gestern erst über das Slut-Shaming aufgeregt und anstatt, dass es besser wurde, und anstatt, dass da irgendwie eine Entwicklung in den Figuren, in Sophie oder auch ihrem besten Freund stattgefunden hat, wurde es schlimmer. Und zwar, indem Alex Sophie auch quasi als Flittchen und leicht zu haben und billig bezeichnet hat. Was super, super krass war, vor allem, weil sie ja diejenige war, die eigentlich die ganze Zeit in einer Beziehung mit einem Jungen war. Und es stand nie zur Debatte, dass sie sich vielleicht mal von ihm trennen könnte. Und ich meine, es ist ja okay, wenn das irgendwie ein Plotpunkt ist, dass das komplizierter ist, als man meint und man da irgendwie hadert und mit dem Coming-out hadert und so. Aber das war wirklich einfach nur schlecht gemacht. Es tut mir total leid. Ach Mann, ich bin wirklich so traurig. Und auch das Coming-out, das dann Sophie hatte, war irgendwie so unzufriedenstellend. Ihr Vater hat so komisch reagiert. Ich kann mir kaum vorstellen. Ja, okay, wahrscheinlich gibt es schon Väter, die leider so reagieren. Und zwar hat er sich irgendwie gar nicht so richtig dafür interessiert, was das gerade für ein großer Moment vielleicht für sie ist, was es vielleicht bedeutet. Ist gar nicht darauf eingegangen und wollte irgendwie gar nicht mit ihr darüber reden, sondern hat sich für tausend andere Dinge interessiert. Und das Ende kam dann auch so abrupt, so plötzlich, kurz nachdem quasi dieser ganze Höhepunkt war und dann eben all das, was irgendwie nicht aufgearbeitet wurde, diese ganzen Probleme, die irgendwie auch noch geherrscht haben, das wurde einfach, weiß ich nicht,
abgeschnitten, abgeschlossen und fertig und dann war alles gut. Auf diese Enttäuschung hin habe ich mir gedacht, wir können den Vlog jetzt nicht so stehen lassen. Er kann nicht damit enden und ich wollte ihn eigentlich nur übers Wochenende drehen, aber ich habe jetzt heute auch noch ein bisschen Zeit zum Lesen und deswegen dachte ich, mache ich einfach noch ein bisschen weiter. Ich habe ja auch noch Book Lovers von Emily Henry, habe darin eigentlich kaum gelesen am Wochenende. Auch auf dieses Buch setze ich große Hoffnungen. Es ist nämlich wirklich humorvoll. Es kommt nicht so oft vor, dass ich in Büchern wirklich laut lachen muss oder wirklich richtig schmunzeln muss, aber mit dem Buch passiert das. Es ist schon ein paar Mal passiert und ich genieße so dieses Hin und Her und die ganzen Gespräche zwischen den ProtagonistInnen richtig, richtig doll. Und deswegen, ja, hoffen wir, dass es nicht die nächste Enttäuschung ist, sondern eine richtig gute Liebesgeschichte. Übrigens, Thema Musik beim Lesen. Eigentlich habe ich immer ja eher entspannte Musik beim Lesen gehört und vor allem ohne Stimmen, weil mich das sonst abgelenkt hat. Aber momentan ist es irgendwie anders. In letzter Zeit kann ich eigentlich auch ganz gut Musik mit Stimmen beim Lesen hören und ich habe das jetzt für diesen Vlog auch ausprobiert und zwar, weil es für What If We Trust und den Mund voll ungesagter Dinge offizielle Playlists gab. Also ich habe die auf Spotify gefunden und irgendwie war das total schön, da noch so diese ja, musikalische Stimmung zum Buch zu haben, die sich auch die Autorinnen ausgedacht hatten. Und das waren dann vielleicht auch die Songs, die sie selber beim Schreiben gehört haben oder die vielleicht auch in den Büchern erwähnt wurden teilweise. Und weil ich jetzt gerade ein bisschen in Book Lovers weiterlesen wollte, habe ich mal geschaut, ob es dazu zufällig auch eine Playlist gibt. Und es gibt zwar keine offizielle, aber es gibt ganz, ganz viele von NutzerInnen erstellte auf Spotify. Und die sind irgendwie alle voll gut. Ich habe mir jetzt eine rausgesucht. Die heißt Songs That Give Me Book Lovers Vibes. Da sind sowohl Lieder drin, die ich schon kenne und die ich auch mega gerne mag, als auch welche, die ich noch nicht kenne. Wie macht ihr das eigentlich mit Musik beim Lesen? Hört ihr welche? Und wenn ja, mit Stimmen, ohne Stimmen, welche Genres hört ihr da? Das würde mich voll interessieren. Also wenn ihr Lust habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare.